Ubisoft. Dunia Engine. Nvidia. Far Cry 4. Far Cry 4, beliebige Taste drücken. Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem, ja, ganz neuen Projekt bei mir, dem Kegel. Und wie ihr es hier schon im Screen sehen könnt, at Far Cry 4. Und ja, es wird sehr lustig werden, da ich in, ich sag mal, Shooter-Spielen, so nenne ich es jetzt mal, bin ich eine komplette Null. Aber ich habe ja gesagt, beziehungsweise ich hatte ja vorausgesagt, dass ich dieses Spiel ja auf meinem Kanal bringen werde. Und ja, jetzt ist es soweit, jetzt wird es gestartet und es kann nur schlecht werden, ne? Also, ja, wir drücken mal beliebige Taste, also die Enter-Taste. Anmeldung. Oh yeah. So, was ich jetzt gerade schon in der Testaufnahme mich so ein bisschen halt gewundert hat, ich habe ja den Season Pass, der ist auch schon hier auf Ubiplay oder Uplay oder wie es auch immer heißt. Es ist aktiviert, aber trotzdem ist das hier irgendwie, wird es noch angezeigt. Also, ich weiß jetzt nicht, was da los ist. Ach siehste, was ich auch noch machen wollte, ich wollte hier nochmal das Spiel ein bisschen, ein ganz kleines bisschen leiser stellen. Weil meiner Meinung nach das ein bisschen zu laut ist. Aber ich kann mich da jetzt auch täuschen. Ne? So. Na gut, dann wir werden nicht weiter hier gedingsen. Wir starten jetzt einfach eine neue Kampagne bzw. ein neues Spiel. Wir spielen es auf einfach. Online starten. Ne, wir starten offline, würde ich sagen. Ja. Also ja, wir starten offline. AJ, mein Sohn. Ich habe einen letzten Wunsch. Bring mich zurück nach Lakshmana. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ich hoffe, das kann man richtig verstehen. Was ist los? Patna. 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 Pat
Ach du Scheiße. Na, ganz toll. Scheiße. Margret, tut das Not? Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Hattest einen scheiß Job. Den hast du versaut. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... Jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Deine plus eins. Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell... Foto, guck in die Kamera, lächeln. Was? Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich hab mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen's richtig krachen. Aha. Ja, gut, kann man mich auch mal um Rat fragen, beziehungsweise, dass ich, ob ich das auch will? So. Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dupleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan Min. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Oh, das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Okay. Wer ist das, dieses Lächeln?
Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter... Deine Mutter andererseits... Sie... hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits? Nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also, als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfahl. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei A.J. Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du sinnst um Hilfe. Man simst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los! Na los, schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe! Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe. Hilfe! Du musst es glauben. Hilfe! Hilfe, nutz dein Zwerchfell! Hilfe! Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terroristen, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. What the fuck? Das ist ja ein richtiges Arschloch. Deplurs Anwesen. Okay. Hulks Mission werden nach Abschluss der Mission werkbedingt verfügbar sein. Okay. Okay, mit WASD kann ich mich bewegen. Okay. Gut, die Maus könnte noch ein bisschen schneller sein, aber das kann man ja bestimmt in den Optionen noch einstellen. Also ich hoffe es jedenfalls. Wenn so ein Jack fahren wird nach Abschluss. Ja, das ist ja noch. Ja, ist das. Was zum Teufel? Oh, was haben wir denn hier? E halten zum Lesen. R.A. Nemo, verstärkte Aktivitäten des goldenen Pfades. Wir vermeiden einen Anstieg. Was? Das geht jetzt schon mal gut los. Wir vermelden einen Anstieg in den Aktivitäten des goldenen Pfades. In der Gegend um Banapur. Wir haben als Reaktion auf die abgefangenen Waffen und Nachschublieferungen, die vermutlich für den goldenen Pfad bestimmt waren, unsere Präsenz in allen Standorten entlang der Südgrenze verstärkt. Alle Konvois und Patrouillen sollten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt werden und auf terroristische Aktionen gefasst sein. Sergeant Misra. Okay. Alright. Alright, my boy. Haben wir hier auch noch irgendwas zum Lesen? Oder sonstiges? Oder... keine Ahnung. Nö. Okay. Aber diese Kiste... da muss ich erstmal halten zum Durchsuchen. Auswürfen. Elfter. Wow. Blutrubin wird mal. Ja. Hatte ich das jetzt hier? Ich glaube, das war schon, oder? Ja, doch. Doch. Den hatten wir schon. Die Mission, die Spritze wird nach Abschluss der Mission 1.3 austauschen. Wird besser. Gut. Habe ich jetzt eigentlich schon irgendwie eine... Du rennst uns schon schneller, was? Ich habe keine Ahnung. Die Elefantenbüchse wird nach deiner Ankunft im Dorf Banapur an Handelsposten verfügbar sein. Aha. Und der Typ, der scheint ja wirklich gequält zu werden. Visitenkarte, wieder 10. Boah, Alter, wie viel Geld kriegen wir? Die Faustwaffe Sensenmann wird nach deiner Ankunft im Banapur. Ja.
alt genug. Schlagring. So, und den Schlagring, den haben wir jetzt. Die kann ich eigentlich ins Inventar gucken. Ja, jetzt machen wir hier, ne? Glockenturmsender. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Versuch gab, die Sendungen vom Glockenturm in der Nähe von Banapur zu sabotieren. Aus diesem Grund werden alle Glockentürme von nun an bis auf Weiteres bewacht. Es ist unerlässlich, dass die Botschaften unseres großen Führers in ganz Kyrat empfangen werden können. Möge Pagan Minz Licht sie alle erleuchten. Das Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Die haben einen ganz großen Dachschaden. Wenn ich das mal so gesagt haben darf und getuten tun. Ne? Also, es war mir gerade so avekisiert. Ich wollte es einfach auch mal gesagt haben. Ne? So, hier ist nichts weiter. Ja, gut. Okay. Ich hoffe, kann ich ihn nicht als Waffe mitnehmen? Also, lass uns mal zurückspulen, weil ich will, dass du ganz genau verstehst, was ich will. Kann ich mich nicht hinknien oder sonst nichts? Weißt du warum? Du, oh fuck. Hier bist. Gut. Alter. Du bist goldener Pfad, alter Oberst. Ein Böser. Und ich bin der Gute. Das heißt, ich würde eigentlich gar nichts tun. Ich möchte zuhören. Und die Leute sagen, ich wäre ein fantastischer Zuhörer. Wenn du mir einfach sagst, wer deine Freunde sind, was sie genau planen und wann es passiert, brauchen wir das nicht. Atme. So, wir wissen schon, dass du uns ausspioniert hast. Aber woher kennst du AJ Gale? Was will der goldene Pfad nur von ihm? Sorry. Hey Baby, nein, ich habe ein Meeting, ich kann gerade nicht. Ja, du weißt ja, wie stressig es hier ist. Wir haben einen neuen Kunden und ich bin unsicher, ob er anweist. Was zum Saufen steht hier? Nein, ich rufe dich zurück, wenn ich fertig bin. Das sollte nicht lange dauern. Ja, wie geht's dem Mädchen? Ja, gut, gut, gut. Gib allen einen Kuss von mir, okay? Ich liebe dich. Ich dich auch. Okay, bye. Weißt du, ich würde dich eigentlich kündigen. Aber meine Frau, sie würde das nicht verstehen. Vor ein paar Jahren hat meine Firma sich verkleinert und all meine Aufgaben an ein drittes Weltloch vergeben, wie... Naja, wie hier eigentlich. Und als nächstes war ich Schreibtischtäter. Mann, habe ich das gehasst. Wurde wegen Burnout beurlaubt. Und da war ich nun, die Frau auf Arbeit, die Kinder in der Schule und ich lag nur auf der Couch, jeden Tag. Und starte in die... Halten Sie bitte agieren. Na gut. Aber dann sah ich... AJ Gale. Hi. Mein Name ist Sabal. Bekommt ihr das auch? Ich gehöre zum goldenen Pfad. Goldener Pfad. Super. Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Moran. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Darpan würde es verstehen. Nun bleib bei mir. Okay. Nein, er hat uns bemerkt. Zur Tür, Beeilung! Hast du noch eine Knarre für mich oder irgendwie was? AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell, wie du kannst. Verstanden? Ah, okay. Ja, verstanden. Eins, zwei, drei! Okay. Los geht's. Halt den Kopf unten. Unter dem Armaturenbrett ist eine Waffe. Nimm die! Okay.
Jetzt! Wow. Geil, wa? Bist du sicher? Wahrscheinlich was nicht. Was ist das für komische Musik? Rechts von dir! Schieß! Auf sie! Ja, ich bin halt dabei. Scheiße! Pass auf! Da musst du bloß rennen. Festhalten! Wow. Ich hab mein Auto kaputt gemacht. Find ich nicht okay, ne? Aber ich glaube, das war geskriptet. AJ, wenn du mich hörst, antworte! AJ Gale! Antworte bitte! Hallo? Kyra sei Dank! Hier ist der Ball! Wo bist du? Keine Ahnung. Fuck. Der Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Also rüber zum Turm. Okay. Du packst das schon, AJ. Na klar. Warum nicht? Erreiche den Glockenturm. Ist, Hey, geht euch um. Bitte nicht. Willst du König Wind sagen, dass er tot ist? Ha! Dann sieh dich um. Suche in den Büschen. Vielleicht versteckt er sich da. Wäre schön, wenn man sich mal irgendwie hinten. Ah, okay. Danke. Die Entdeckungsanzeige 40, wenn der Gegner im Begriff sind, dich zu entdecken. Und wenn sie vollständig gefüllt sind und blinkt, wurdest du entdeckt. Drücke T, um einen Stein zu werfen, um Gegner abzulenken. Drücke T, um in die Horde zu gehen, so vermeidest du deine Sichtbarkeit und verursachst weniger Geräusche beim Gehen. Also T, um einen Stein zu... Oh Gott, das kann ich mir niemals alles merken. Komm raus! Es ist alles okay! Oh ja. Das war alles nur ein furchtbares Missverständnis. Zeig dich, dann können wir das klären. Oh Gott, das kann aber was werden. Das muss nicht so laufen wie jetzt. Du musst dich nicht verstecken. Doch, das wäre mir lieber. Geh da hinten mal gucken. Desto saurer werde ich. Komm raus und mach es dir selber einfacher. Lasst mich doch in Ruhe. Oh Gott. Wo geht denn der jetzt hin? Du siehst mich nicht. Geh weiter. Ja, stimmt. Ihr macht mich auch wahnsinnig. Oh, Leute. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht irgendwie mal einzeln erwischen kann. Wenn ich vielleicht hier vorne mal einen Stein hinwerfe. Nö, jetzt haut er ab. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Oh
und take down. Geil. So, hier kommen wir. Hier muss man das Geilgewehr mit. Ich hoffe mal, die anderen beiden sind jetzt über den Dings. Ach nee, die sind da drüben. Waren zwei oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie kann ich ihn jetzt die Waffe wieder tauschen? Ja, toll. Wie kann ich ihn die Waffe jetzt tauschen? Müssen wir mal ganz kurz im Dingens hier nachgucken. Beschleunigungswert. Ne, Steuerung anpassen. Zu Fuß. Waffenrad ist Q. Spritzenrad. Achso, das war die ganze Zeit der Spritzenrad, was ich hier am Dingens hatte. Okay. Dann müsste das ja so funktionieren. Ich dachte eigentlich, hätte ich jetzt noch das geringste Messer hier. Also das, was ich gerade am Anfang hatte. Dann habe ich das jetzt weggeschmissen. Ja. Ganz toll. Och, ich hasse sowas. Ja, pass mal auf. Kannst du eventuell mal hier drüben hinkommen? Geht das? Ja, Freundchen, du da vorne. Ich weiß es nicht. Ob es sein kann oder nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich gepupst. Wer ist da? Nichts. Ich bin so nervös. Das Funkgerät ist kaputt. So. Halten zum Durchsuchen. Das machen wir. Reservenadel, 600. Ja. Alles mitnehmen, ne? Ja, ich glaube, den können wir ja aber liegen lassen. Wo ist er sonst? Ich hoffe mal, keiner weiter. Ansonsten ab. Ja. Eine Belohnung für den, der ihn findet. Haltet die Augen gut, auf. Alter. Findet den Killer. Hä? Immer noch nicht. Dieser Bastard. Bastard? Ich bin bereit. Entschuldigung, da war mir gerade. Hat das nicht gerade so gepasst? Also ein bisschen weiß ich ja noch, wo ich das mal auf der Playsee gezockt habe, aber das ist schon zu lange her. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich die zwei Typen hier vorne gedingst habe. Okay, die kann ich jetzt so erstmal erkennen. Oh, ja, ich merke schon mal wieder, dass die Zeit viel zu schnell rumgeht.
Aber das ist mir jetzt gerade, ich sag mal so, scheißegal. Kopfschuss! Nice! Alter, ich bin ja, haha, richtig scheiße. Oh, ja, ich bin ja am Arsch. Aber naja, jetzt ist es auch egal. Jetzt kriegen wir auch noch irgendwie hin. So. Erledigt. Na, ich musste da irgendwie rankommen, ne? Hat ja oberste Priorität. So, ja, wunderbar. Ein bisschen Munition habe ich glaube ich auch noch aufgesammelt, oder? Also, es sieht übel aus. So, wir gehen aber trotzdem wieder in der Hocke. Ich möchte jetzt aber noch keinen Schnitt machen, obwohl die halbe Stunde schon rum ist. Ich hoffe mal mit Nachladen und so weiter, das ist richtig. Drücke die mittlere Maustaste, um eine Granate zu werfen, halte die mittlere Maustaste, um die abzukochen und lass... Oh Gott. Hätte ich das jetzt mit den Typen hier vorne machen sollen? Die Info kommt früh. Das ist ja toll. Ah, aber ich weiß nicht, mit 600 Metern, ob ich das jetzt in binden, ja, knapp 10 Minuten schaffe, ist fraglich. Wieso ist der Pfeil jetzt rechts und da ist er wieder... ich frag gar nicht. Ich lass lieber. Ja, pass auf, ich mache einen ganz kurzen Schnitt, ich melde mich gleich wieder. Bis gleich!